Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Lias Crime Time. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es eine Special-Folge für euch, ihr Lieben. Ihr wisst ja, dass Langzeitvermisste oder generell Vermisstenfälle mir immer sehr am Herzen liegen und mich am meisten beschäftigen. Und ich hatte vor einiger Zeit mal über den Vermisstenfall Robert Bell berichtet. Und daraufhin hat sich der Bruder Steven bei mir gemeldet und wir haben zwei Interviews geführt über das Verschwinden von seinem Bruder 1998, so lange ist das schon her. Und ich habe die alte Folge runtergenommen und habe jetzt eben diese neue Folge für euch erstellt. Und ab und zu werdet ihr Steven in dieser Folge auch hören. Aber ihr Lieben, das ist meine allererste Folge, in der mal jemand zu hören sein wird. Die Tonqualität ist leider nicht immer die beste, weil ich einen Computerabsturz hatte und wir das Ganze dann per Telefon aufgenommen haben, also mit Mikrofon und Telefon sozusagen. Und daher ist die Qualität ein wenig unterschiedlich. Das bitte ich zu entschuldigen an der Stelle. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig über einen Kommentar am Ende der Folge bei YouTube oder auch bei Instagram. Und freue mich natürlich immer über Kanalmitglieder oder neue Abonnenten auf jeglichen Plattformen und würde sagen, wir starten jetzt mit der Folge über Robert B., der seit, wie gesagt, 1998 schon vermisst wird. Und wie ganz häufig in meinen Folgen fangen wir mal wieder ganz von vorne an. Robert war im Jahr 1998 30 Jahre alt. Er wurde geboren am 12. Januar 1968 in Karlsruhe. Robert wuchs überwiegend nur mit seiner Mutter und seinen zwei Geschwistern, Steven und Pascal, auf. Steven war 6 Jahre jünger als Robert und Pascal 14 Jahre jünger. Also da auch nochmal ein deutlicher Unterschied bei Pascal. Robert war halb dunkelhäutig, so wie auch seine Brüder. Was für ihn sein Leben lang von klein auf nicht wirklich einfach gewesen ist, da er oft unter Rassismus gelitten hat, beziehungsweise diesen auch erfahren hat. Er lebte damals auch in einer eigenen Wohnung in Eppelheim, das ist wenige Kilometer nur von Heidelberg entfernt gewesen, wo Robert ja auch aufgewachsen ist. Eine Ausbildung hat Robert übrigens nie gemacht, aber als Ältester war es ihm immer sehr, sehr wichtig, seine Mutter finanziell auch mit zu unterstützen, weil das Geld häufiger bei der Familie auch mal knapp gewesen ist. Und Robert, der war sich auch für keinen Job zu schade. Der hat mal als Barkeeper gearbeitet, als Türsteher, Briefsortierer, auch Bademeister sogar. Und hatte eigentlich wirklich alles getan, wahrscheinlich auch um seiner Mutter auch ein bisschen Geld mit abzugeben und eben selber natürlich auch was zum Leben zu haben. Aber seine Leidenschaft, die hat er auch nicht vernachlässigt, das war nämlich Basketball. Er wollte eigentlich Spieler in einem großen Verein werden, aber der Wunsch ist leider gescheitert, was Robert wohl auch eine Zeit lang ziemlich beschäftigte und ihn auch sehr, ja, geknickt hat oder auch traurig gemacht hat. Aber der Basketball war nicht ganz aus Roberts Leben raus. Er trainierte unter anderem ein paar Mannschaften und konnte somit wenigstens noch etwas seiner Leidenschaft nachgehen, indem er eben dann anderen als Trainer eben zur Verfügung stand. Und sein Bruder Steven, der beschrieb mir Robert als einen sehr tiefsinnigen Menschen, einen herzlichen Menschen, der manchmal auch ein wenig chaotisch sein konnte, aber seine Arbeit immer ernst genommen hat und eigentlich nie zu spät dort aufgetaucht ist. Und Robert war zum damaligen Zeitpunkt übrigens auch Single, falls sich das jetzt einige von euch fragen werden. Ein paar Wochen nämlich, bevor er verschwunden ist, trennte er sich von seiner Freundin. Also nicht sie hat sich von ihm getrennt, sondern er sich von ihr, weil das spielt ja manchmal für Leute auch noch eine größere Rolle. Aber da war es so, dass Robert die Beziehung beendet hatte. Kurz bevor Robert dann verschwand, stand ihm endlich auch eine Ausbildung mit beruflicher Perspektive vor der Tür. Denn Robert soll auch immer noch suchend gewesen sein, wo er wirklich hin will oder was er auch so aus seinem Leben machen kann. Es sollte eine Ausbildung zum Erzieher werden. Er sollte die beginnen in einem Heim für schwer Erziehbare in Mannheim, nachdem er eben dann an der Hochzeitsreise, zu der wir gleich noch kommen, von dem Basketballkumpel Jason teilgenommen hatte. Also danach sollte die Ausbildung
zum Erzieher starten. Und es war auch keine gewöhnliche Hochzeitsreise, die der Kumpel Jason da ausgerichtet hat mit seiner Frau, sondern es war eine Rundreise mit über 20 Personen und es wurden eben dann ein paar Länder in Europa bereist. Es sollte durch Innsbruck, Venedig, Florenz und auch Nizza gehen. Meist aber eher mit dem Zug oder mit Busunternehmen, nicht unbedingt mit dem Flugzeug. Und Jason und seine Frau richteten also einen richtigen Hochzeitstrip für die Gäste aus. Und vermutlich wird das Ganze auch nicht ganz so billig gewesen sein, könnte ich mir vorstellen. Und Robert hatte eben die Ehre, dort auch mitzukommen. Und eigentlich sollte man ja denken, dass wenn man jemanden mitnimmt auf eine wahrscheinlich auch sehr teure Reise mit so vielen Leuten, dass man sich sehr lange kennt oder eine besondere Verbindung miteinander hat. Aber dem war wohl nicht wirklich so. Robert konnte wohl so gut nur mit Jason, weil dieser auch Amerikaner war und Roberts Vater Afroamerikaner gewesen ist und er sich vielleicht so etwas vertrauter mit ihm fühlte und die haben sich auch gut verstanden. Aber ich habe Steven trotzdem nochmal gefragt, wie er das Verhältnis zu Jason eingeschätzt hat, denn ich hatte damals unter meiner Folge sowie auch unter einem anderen Video von einem anderen Kanal viele Fragen diesbezüglich gesehen, weil man dort wirklich dachte, dass es die besten Freunde fürs Leben waren oder die dicksten Freunde, die sich vielleicht seit, weiß ich nicht, 20 Jahren kennen. Das war aber nicht unbedingt der Fall. Ich werde jetzt mal einen Mitschnitt von Steven euch hören lassen. Also es ist natürlich jetzt alles von außen betrachtet, ne? Also ich weiß natürlich nicht, wie tief er, sag jetzt mal, freundschaftliche, wenn man es dann nennen mag jetzt, oder ich nenne es jetzt mal so, Gefühle für diesen Jason hatte, ne? So, das kann ich natürlich nicht, das weiß ich nicht, ne? Ich weiß nur, dass sie halt einfach im Vorfeld, ne? Und das sie hatten sich, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt ungefähr 1,5 Saison, also das heißt, eine Saison sind ja immer 8 Monate im Basketball, je nachdem, ob du in die Playoffs kommst oder nicht, gekannt. Das heißt, sie haben schon gespielt miteinander und trainiert und viel Zeit einfach miteinander verbracht. Und ne, wenn so ein Ausländer, sag ich jetzt mal, ne, in dem Fall der Jason, der Amerikaner, College-Spieler, dann irgendwo in einem Verein ist, dann ist es immer schon so was Besonderes so, ne? Und dadurch, dass natürlich der Robert auch sehr gut Englisch sprechen konnte, ne, dann haben die natürlich da direkt, ne, sich irgendwie angefreundet, ne, er hat ihm viel gezeigt und sie haben viel unternommen und, ne. Er war ja mit seiner Frau hier gewesen auch. Ich meine, sie haben auf dem Geiberg gelebt, in der Wohnung. Mhm. Das ist auch so eine Ortschaft hier in der Gegend, Heidelberg. Und diese Freundschaft, natürlich schwierig, ne? Ich meine, das wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen, ne? Ich meine, du hast, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, du hast 10 Freunde und davon sind, gibt es Menschen, denen du wirklich alles explizit, ne, bis ins kleinste Detail vielleicht erzählst von deinem Leben, ne, die da auch genau wissen, was da immer los ist, ne? Und dann gibt es halt Menschen, die man kennt sich so und man spricht auch immer und vielleicht ist es auch ein schönes Miteinander immer so, aber man geht jetzt nicht immer auf irgendwelche Partys von denen oder wie auch immer, oder erzählt denen jetzt nicht im Detail, oh, jetzt heute geht's mir nicht so gut oder das ist passiert, was mich irgendwie verletzt hat oder was super war oder so, ne? Also deswegen, also es ist irgendwie jetzt schwer für mich so zu sagen, wie genau da jetzt das freundschaftliche Verhältnis war, ja? Nichtsdestotrotz für mich so als Außenstehender sage ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es mega intensiv war. Die haben mit Sicherheit, haben die Phasen gehabt, wo sie sehr eng waren. Ich meine, ich war ja mit ihm davor auch sehr viel zusammen und habe gesehen, okay, gut, was hat er wann gemacht mit Jason jetzt oder nicht, ne? Und da muss ich jetzt sagen, habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, als wäre das jetzt so sein best friend und wenn es mir nicht gut geht, dann rufe ich sofort bei ihm an. Aber trotz des vielleicht nicht so ganz super tollen Verhältnisses startete die Hochzeitsreise mit dem ersten Trip in Innsbruck.
Und jeder der Teilnehmer hatte einen Plan bekommen, was so die nächsten Reiseziele waren und wann es losgeht, in welches Hotel es geht, damit man sich im Fall des Falles auch wiederfindet, falls mal jemand verloren geht. Und das war, wie man dann feststellte, auch ganz gut so, dass jeder wusste, wo es hingeht und einen genauen Plan hatte. Robert hatte nämlich, bevor es dann nach Venedig weitergegangen ist, eine Frau dort kennengelernt, vermutlich beim Feiern am Abend, und mit dieser hatte Robert dann eine Übernachtung zusammen. Ob bei ihm im Hotelzimmer oder bei der Dame, lässt sich nach so vielen Jahren jetzt für Steven auch nicht mehr genau beantworten. Jedenfalls fehlte Robert dann am Folgetag, als es weiter nach Venedig ging, und mit Sicherheit wunderte sich die Reisegruppe, insbesondere auch Jason und seine Frau, wo Robert denn bleibt. Aber irgendwann konnten sie nicht mehr auf ihn warten, denn es waren ja auch noch mindestens 20 weitere Personen mit dabei. Aber große Sorgen musste man sich dann auch nicht machen, als man einfach weitergereist ist ohne ihn. Denn im Verlauf des Tages kam Robert dann nachgereist, alleine, und hat den Weg also nach Venedig gefunden. Aber er hatte dann eben auch die Situation mit dieser Dame erklärt. Es war zwar etwas ärgerlich für die Gruppe, aber kein Grund zur Sorge, zur damaligen Zeit in Venedig zumindest. Und als Robert dann ja auch in Italien angekommen ist, Steven ist sich auch nach so langer Zeit nicht mehr ganz sicher, ob es in Venedig oder Florenz gewesen ist, hat Robert dann seine Oma in Italien angerufen. Denn Robert hatte mal ein Geschenk von ihr erhalten, als er ungefähr 20 Jahre alt gewesen ist. Steven nannte das in einem unserer Gespräche eine Art Lebensrückführung, die die Oma ihm damals geschenkt hat. So eine spirituelle Rückführung, die eben etwas darüber aussagen soll, was du in deinem vorherigen Leben gewesen bist. Und dann wurde eben dieses Dokument damit erstellt. Und früher in seinem vorherigen Leben soll Robert ein Mönch gewesen sein. Und er soll dann in Italien Momente gehabt haben, in denen er sich gefühlt hat, als ob er schon mal dort gewesen ist, obwohl er eben noch nie vorher da war. Weder in Venedig noch in Florenz. Und das war für ihn wohl ein bisschen belastend gewesen, das hatte Steven mir im Gespräch auch mitgeteilt, und er deswegen eben dann seine Oma anrief, also Robert dann, da er von ihr damals auch das Geschenk bekommen hatte. Es soll ihn nachdenklich gemacht haben, und da Robert ja auch immer so ein Mensch war, der auf der Suche nach etwas gewesen ist, mag das Ganze auch belastend für ihn gewesen sein. So die Gedanken natürlich, wo will er wirklich im Leben hin, was will er machen, und dann ist er auf einmal in einem Ort, wo er nie zuvor war, in einem ganz anderen Land, und spürt dann etwas, und das wohl auch mehrmals. Und da hat er sich dann wohl irgendwie verbunden mitgefühlt und hat eben an diesen Lebensrückblick gedacht. Und ich denke, das würde mir auch ein mulmiges Gefühl hinterlassen, wenn ich mich dann an diesen Lebensrückblick vor ein paar Jahren erinnere, den ich geschenkt bekommen habe, war aber noch nie in diesem Land und fühle dann irgendwie etwas in mir drin. Aber auch wenn bei Robert vielleicht dieses mulmige Gefühl blieb, ging die Hochzeitsrundreise weiter. Nach ein paar Tagen erreichten sie den letzten Stopp der Reise, nämlich Nizza, also Frankreich. Und was ich noch kurz anmerken wollte, in einem Interview, was ich nämlich mit Steven geführt habe, werdet ihr auch noch andere Orte hören, die vorher angesteuert wurden wahrscheinlich. Steven weiß aber heute nach über 25 Jahren nicht mehr genau alle Orte und war sich nicht mehr genau sicher, wo sie vielleicht auch in den Ländern selbst nochmal gereist sein könnten, dass wir uns auf Innsbruck, Venedig, Florenz und auch Nizza geeinigt haben. Nizza sowieso, weil das war der letzte Stopp. Und diese Stops waren es definitiv, wo sie sonst noch gewesen sein könnten. Das ist so ein bisschen unklar, spielt aber für den Fall auch nicht unbedingt eine Rolle. Denn verschwunden ist Robert ja in Nizza. Und angekommen war die Reisegruppe nun im Hotel Rochambeau. Ich spreche das mit Sicherheit falsch aus. Ich kann auch nicht so gut Französisch, eigentlich gar nicht. Deswegen nehmt es mir bitte nicht übel. Und beim Googlen habe ich auch wenige Einträge zu diesem Hotel und Nizza gefunden. Bei All Mystery in dem Forum habe ich gelesen, dass das Hotel vermutlich umbenannt wurde.
Aber da das keine verlässliche Quelle ist, so ein Forum, kann ich euch nicht sagen, ob das Hotel heute noch existiert. Und in diesem Hotel eben in Nizza muss die Gruppe dann auch noch einige Tage verbracht haben. Am 25. Juni 1998 gab es dann von Roberts Seite aus einen zweiten Anruf bei seiner Familie. Diesmal nicht bei seiner Oma, sondern bei seiner Mutter. Und der Anruf am 25. Juni kam allerdings zu einer sehr ungewöhnlichen Uhrzeit, nämlich um 2.30 Uhr in der Nacht. Und Roberts Mutter beschreibt den Anruf einem Journalisten vom Spiegel. Sie sagte, er hat sich dann auch entschuldigt, dass er mich geweckt hat und dass es so spät ist. Und er war auch irgendwie deprimiert und traurig und dann hörte ich auch, dass er weinte. Ich habe dann gesagt, Robert, was ist denn los mit dir? Robert soll dann nur geantwortet haben, dass nichts los sei. Als Roberts Mutter aber dann meinte, dass er doch weint, sagte Robert nur, er sei ein wenig traurig. Auch sagte sie dann zu Robert, wenn ihm die Gesellschaft dort doch nicht gefallen würde oder er sich unwohl fühle, dann soll er doch einfach nach Hause kommen. Und Robert entgegnete dann nur, dass er sowieso nächste Woche wieder zu Hause wäre. Und dann fiel aber in diesem Gespräch noch ein Satz, den weder Roberts Mutter noch Steven bis heute vergessen haben. Und dieser Satz löste auch sehr viel Spekulationen in dem ganzen Vermisstenfall überhaupt aus. Und zwar sagte Robert damals, in 10 Jahren habe ich so viel Geld, dass ich für dich sorgen kann und dass du nie wieder arbeiten brauchst. Und Roberts Mutter dachte natürlich sehr lange über diesen Satz nach und dieser Satz ließ Roberts Mutter auch nicht mehr los. Hatte Robert vielleicht etwas Kriminelles vor, dass er so viel Geld verdienen möchte oder wollte er ihr nur etwas mehr ermöglichen, wie er es sowieso schon immer versucht hatte? Und auch Steven habe ich gefragt nach diesem Satz, der wohl mitunter die meiste Bedeutung in diesem vermissten Fall von Robert haben könnte, was er dazu meint. Und auch die Audiodatei binde ich euch jetzt mal gerade ein. Genau, und dann gab es ja noch das Telefonat mit deiner Mutter, wo ja auch damals ein Zeitungs- bzw. ein Online-Bericht ja auch drüber verfasst wurde, wo sich ja auch viele so in den Kommentaren gefragt haben, was er eben meinte mit in 10 Jahren habe ich so viel Geld, dass du nie wieder arbeiten musst. Da haben sich, glaube ich, auch viele gefragt, was er in dem Telefonat meint hat, wo er auch nachts dann deine Mutter anrief und es ihm ja wohl auch nicht ganz so gut ging. Ja, vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen. Also ich glaube, da muss man echt, also das ist wirklich so, da muss man echt ein bisschen so das größere Bild mal aufmachen, ne? Weil man muss sich halt auch vorstellen, dass zum Beispiel diese Reisegruppe, und das ist halt sowas, was mein Bruder schon immer sehr beschäftigt hat, und wenn man so ein bisschen die amerikanische Historie im Blick hat, er war der einzigste Schwarze in dieser Gruppe. So, ich kenne das ja auch, das Gefühl so, ne? Aber es gibt halt Menschen, die trifft sowas mehr und er hat damit schon immer echt Probleme gehabt, ne? Also, und dann, ne, kommt es, wie gesagt, ne, man hat da keine Nähe zu irgendjemandem oder ich weiß nicht, zu wem er da was aufgebaut hat oder versucht aufzubauen. Das kann ich jetzt nicht irgendwie rekonstruieren, so, weil ich da die anderen Leute zu wenig kenne und überhaupt. Aber dass er dann einfach mal so mit dieser Äußerung, ne, klar, was meint er damit, ne? Kann man jetzt natürlich spekulieren, in 10 Jahren so viel Geld, dass ein anderer Mensch nicht mehr arbeiten, was macht man da? Letztlich kann das eigentlich nur illegal sein. Genau, ja. So, ja, deswegen, wäre das was ich meinem Bruder zutrauen würde? Ich sag, ehrlich aus dem Herzen, sage ich, erstmal würde ich sagen, nein. Aber ich glaube, es gibt im Leben von jedem so Momente, wo man weiß, okay, man steht so im Prinzip so, wie man so schön sagt, an so einer Crossroad, ne, an so einer Kreuzung, ne, und man hat die Wahl, ne, zu sagen, okay, gut, was mache ich jetzt, ne, in diesem Moment? Ich kann das machen und wenn man ein bisschen nachdenkt, weiß man, okay, gut, auf lange Sicht könnte das passieren. Oder ich sage jetzt mal den sicheren Weg und dann passiert halt das. Und
Würde er diese andere Richtung gehen, obwohl er weiß, vielleicht was auf dem Spiel steht? Kann ich schwer sagen. Weil ne, ich bin nicht er, ich weiß nicht, wie weit er gehen würde und bereit wäre. Was ich sagen kann nur, ist, dass er schon immer so jemand war, der, wenn er gearbeitet hat und egal wie wenig Geld er selber hatte, immer meiner Mutter was geben wollte. Und schon immer so diesen ja, beschützen und gucken, dass ihr gut geht und wenn irgendwas war, dann auch mich im Prinzip so mit ins, sag ich mal, Gebet genommen, so von wegen, hey, guck mal, ja, wir müssen hier ein bisschen uns anders verhalten, so, der Mutter geht's nicht gut oder, also er hat schon immer so sehr große gefühlte so Fürsorgepflicht meiner Mutter gegenüber gehabt. Und dann kommt jemand und sagt, was auch immer, du hast die Möglichkeit. Weiß ich nicht, wie man dann reagiert. Ne? Also ich wüsste, wie ich reagieren würde, ja? Aber ich weiß nicht, wie der Robert reagiert hat. Ne? Hat er das Angebot angenommen und ist daraufhin dann so Hals über Kopf auch, ne, Hotel verlassen, dies, das. Oder war es, ist dann was Unglückliches passiert? Wie ihr jetzt hören konntet, glaubt Steven nicht daran, dass Robert etwas Kriminelles geplant haben könnte oder vielleicht sogar in Nizza vorhatte durchzuführen. Jedoch kennt man einen Menschen ja nie ganz und das ist natürlich sehr schwierig zu beurteilen, auch als Bruder. Und so etwas verfolgt ja auch die gesamte Familie ein Leben lang. Diese eine Frage, warum ist derjenige, den man so liebte, verschwunden und was hat er mit dieser Aussage gemeint? Und einen Tag später dann, am 26. Juni 1998, einen Tag vor der Abreise, berichtet Steven mir dann auch über den letzten Abend, an dem man Robert dann noch gesehen hatte. Sie wollten noch was essen, der Jason und seine Frau. Sie sind am Zimmer vom Robert vorbeigegangen und klopfen. Und er macht wohl die Tür aus, also laut Aussage vom Jason, splitterfasernackt so. Ne? Ja. Natürlich so die Frage, ich weiß nicht, gibt es da ein Guckloch oder nicht? Weiß nicht, hat er gewusst, der Jason kommt nur... Dann könnte ich vielleicht, wenn es so gewesen sein soll, könnte ich es vielleicht im Ansatz noch ein bisschen nachvollziehen. Aber ich sag mal, eigentlich, wenn er nicht weiß, wer da vor der Tür ist, so wie ich meinen Bruder kenne, macht er sowas normalerweise nicht. Mhm. Ja, dass er da dann nackt die Tür aufmachen würde. So, ne? Aber okay, ne? Wie gesagt, das war die Aussage zumindest so. Und dann irgendwie ging es darum, ja, sie holen sich was zu essen. Und dann hat mein Bruder wohl gesagt, sowas von wegen, ja, es war irgendwie alles die letzten Wochen ziemlich teuer so. Er hat nicht mehr so viel Geld bei sich. Und dann sagt Jason, okay, du springst ja aus, möchtest du denn so, ne? Und dann hat er ihm wohl irgendwas genannt. Okay, gut, kein Thema, machen wir so. Und dann sind sie gegangen wieder so, ne? Ja. Und das nächste Bild im Prinzip dann, was er dann auch ja, wie gesagt, dargelegt wurde, war ja, dass er dann runterkommt wohl in die Lobby mit Flipflops, kurze Hose, T-Shirt und schmeißt den Schlüssel vom Zimmer so auf den Tresen und verlässt dann das Hotel. Steven erzählte mir dann auch noch in einem unserer Gespräche, dass er sich sehr wunderte, wie Robert sich wohl auch gegenüber dem Portier verhalten haben soll, dass er ihm den Schlüssel so hingeworfen hätte und dann eben ja hastig das Hotel verlassen hat. Denn Robert hatte auch eine ganze Zeit selbst mal in der Gastronomie gearbeitet und war auch eigentlich kein Mensch, der andere so abfällig behandelt hätte. Und auch weiß man heute, hat Robert nichts außer wohl seiner EC-Karte und den Sachen, die er eben am Leib getragen hat, mitgenommen. Komisch ist natürlich auch für mich, als ich das so hörte, dass Robert sich noch Essen von seinem Kumpel Jason gewünscht hat, der dann ja auch losgegangen ist und ihm etwas zu essen holte, aber als er dann zurückgekommen ist im Hotel, Robert dann ja nicht mehr da gewesen ist, als er das Essen vorbeibrachte. Das hinterlässt schon alles irgendwie so einen komischen Beigeschmack. Und vor allem, was macht Robert dann so sauer, überall das Hotel zu verlassen? Keiner hat darauf ja auch bis heute eine Antwort.
nur dass Robert nach dem Verlassen des Hotels Richtung Strand gegangen sein soll. Und auch weiß Steven nicht, was die Gruppe zum Beispiel, bevor Robert verschwand, an diesem Abend unternommen hatte. Ich denke aber auch, dass die alle auch mal was für sich unternommen hatten und nicht immer nur in der Gruppe. Da war man bestimmt auch so ein bisschen, ja, auf sich allein gestellt, sage ich mal, dass man auch mal Sachen machen konnte für sich selber. Und am Morgen danach dann, dem 27. Juni 1998, wundert sich auch erstmal niemand, dass Robert nicht zum Frühstück erscheint. Da Robert ja öfters mal gefehlt hatte oder ich nenne es mal jetzt so komische Aktionen gebracht hat, wie zum Beispiel mit dem Essen am Vorabend, machte man sich da jetzt nicht so viele Gedanken. Aber auch später am Tage erscheint Robert nicht mehr, als es ja eigentlich dann zurück nach Deutschland gehen sollte. Er erscheint nicht zur Abreise. Und dann fährt die Gruppe letztendlich ohne Robert zurück von Nizza nach Deutschland. Und viele von euch hatten sich bei dem letzten Video von mir, was ich ja jetzt mittlerweile offline genommen hatte über Robert, in dieser Folge oder auch bei einer anderen YouTuberin und einem Podcast, die diesen Fall behandelt, gefragt, wie man das nur machen kann, nicht zu warten, bis Robert denn erscheint, wo es nun nach Deutschland zurückgeht. Aber auch darüber habe ich ja mit Steven gesprochen, weil es war ja auch nicht das erste Mal, dass Robert nicht am Abreisepunkt erschienen ist, und dazu erzählt euch Steven jetzt auch noch mal kurz, wie er das so sieht, was da eben dann passiert ist und dass er eben auch im Endeffekt der Hochzeitsgesellschaft keinen Vorwurf macht. Im Vorgespräch schon mal besprochen, dass es ja auf dieser Hochzeitsrundreise ja nicht das erste Mal war, dass er da nicht am Flughafen erschienen ist, weil sich da ja auch viele Leute gefragt haben, wieso haben die nicht auf ihn gewartet und haben da nicht, genau, sind die einfach weitergeflogen. Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz was zu erzählen. Genau. Als erstes Mal, also ich bin mir gar nicht so sicher, ob die so viel geflogen sind. Also ich glaube, die sind primär sind die mit Busunternehmen und mit dem Zug gefahren. So, ne? Ah, okay. Ja, okay, und genau, also es war wohl so, wie gesagt, ne, ich meine, dass der erste Stopp Innsbruck gewesen ist. Ich müsste jetzt aber lügen, ne? Ich glaube, es war dann Innsbruck und Wien, was sie in Österreich auf der Karte hatten, und in der Schweiz war es dann, glaube ich, Zürich und Basel, oder aber ich weiß es nicht mehr. Ich habe dieses, da gibt es auch so ein, die haben so ein Schedule gehabt, ne? Also das hat er ausgearbeitet, ne? So, ich sag mal, wie, also ich weiß nicht, wer es gemacht hat, aber wie von so einem Wedding Planner, wo halt dann wirklich alles explizit immer drauf stand. Ne? Das heißt, wenn jemand verloren gegangen wäre, hätte er genau gewusst, okay, gut, die sind mit dem und dem Bus gefahren, ich muss da und da zu der Haltestelle hin, da fährt dann der nächste Bus oder Zug und so. Ne? Also es war schon echt gut so organisiert und geplant. Ja. Wie gesagt, und zum Beispiel in Innsbruck war es dann so, dass er wohl da auch dann zu dem nächsten Punkt, was auch immer der Punkt dann jetzt war, ob es dann jetzt Wien war oder ob es dann doch schon die Schweiz dann war, das weiß ich jetzt nicht mehr. Und da ist er auch ferngeblieben. Das heißt, alle warten an dem Abfahrtspunkt und wer kommt nicht? Robert kommt nicht, so. Ne? Und wie gesagt, man darf ja nicht vergessen, ne, er war zu dem Zeitpunkt 30 Jahre alt. Also bin ich ganz ehrlich, weiß ich jetzt nicht, wenn ich unterwegs wäre mit einer Gruppe und da ist ein 30-Jähriger. Wie gesagt, die Gruppe kennt ihn nicht. Also vielleicht der Jason, ne? Da hätte man vielleicht, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ein bisschen mehr erwarten können, so von wegen, dass er vielleicht nochmal bei ihm anruft. Aber vielleicht hat er das ja gemacht, ich weiß es nicht, ne? Das weiß ich auch nicht mehr, ob wir darüber gesprochen haben, als ich ihn dann getroffen hatte. Und ja, und dann kommt er nicht. So, die fahren weiter. Und dann kommt er dann irgendwann im Laufe des Tages, so, ne? Dann hat er wohl irgendwie erzählt, ja, die waren da in einer Disco oder in irgendeinem, weiß nicht wo, haben da gefeiert. Und da hat er wohl jemand kennengelernt, ne? Und war dann bei demjenigen oder bei derjenigen und ist dann halt, den nächsten Tag, dann kam er halt danach, ne? Ja. Genau. Und das Gleiche ist dann halt nochmal passiert. So, ne? Und wenn ich halt sowas erlebe als Mitreisender, und da, wie gesagt, ne, da kommt es ja dann auch wieder drauf an, wie ist man selbst gestrickt, ist man ein Mensch, der sehr pünktlich ist, ne, dann regt man sich darüber auf, ne, und sagt, ey, was ist mit dem los, ja.
Ja. Ja, warum wir warten jetzt hier noch und sagen zu dem Busfahrer schon oder wie auch immer, Zug, stellen uns dann die Tür rein oder was, so noch ein paar Minuten, vielleicht kommt er noch runtergerannt aufs Gleis, wie auch immer. Und dann kommt niemand so, ne? Und dann geht man letztlich dann irgendwann, ne? Und Ja, deswegen klar. ist, ne? Und deswegen ist halt einfach so, dass das halt da von der Seite von den Mitreisenden und aber auch von Jason, darf man ja nicht vergessen, das war ja sein, ich sag jetzt mal, Honeymoon. Ne, also ich meine, soll mal jeder sich selber überlegen, wie das ist, wenn ich auf Hochzeitsreise bin, selbst wenn es mit Familie und engsten Freunden ist. Und da ist jetzt jemand, der schießt so extrem aus der Norm raus. Habe ich das dann auf dem Schirm als guter Freund? Ich weiß es nicht. Ne? Also ich finde es vermessen, das so zu beurteilen, ne? Dass man dann sagt so, oh ja, warum haben die denn oder warum hat der Jason nicht mehr gemacht? Ne? Man sollte sich mal da selber reinversetzen, gefühlsmäßig. Ne? Man ist da mit seiner Frau, so wie man immer so schön sagt, die schönste Zeit des Lebens oder der schönste Moment, das Genießen, die Hochzeitsreise. Ne? Dieses, ne, wir sind jetzt ein Ehepaar und nicht mehr nur Partner oder befreundet, wie auch immer. Deswegen, also es ist so, ne? Ja, Ja, genau. genau. Ich denke, man muss sich auch immer vor Augen halten, dass der Jason ja nicht nur, dass sie ja nicht nur zu dritt waren, sondern dass da ja eine ganze Gruppe, eine ganz große Gruppe ja auch hinterstand und dann ja nur einer sozusagen schon mal nicht kam, dann aber zurückkam. Da hatte man ja im Endeffekt die Bestätigung, der kommt wieder, wenn er jetzt nicht direkt mitfährt, ne? Genau. Und dann haben die sich da wahrscheinlich auch gar nichts Böses bei gedacht, ne? Na klar. Weil der Jason ja auch diese sehr große Gruppe ja auch irgendwo im Rücken hatte und kann man natürlich ja wahrscheinlich nicht bis zuletzt auf einen warten, vielleicht beim ersten Mal, aber ja, dann hört es wahrscheinlich irgendwie auf, ne? Ja, klar, also ich meine, und dann natürlich auch noch diese andere Seite, ne? Das sind im Prinzip, ne, die Schwiegereltern sind da, ne? Die eigenen Eltern sind da, ne? Vielleicht Ah, ja. irgendwie Bruder Geschwister oder was, ne? So, ich meine, also ich will nicht wissen. Also ich meine, ich habe keine Ahnung, wir haben da nicht drüber geredet, aber das sind so Fragen, die würde ich ihm heute vielleicht stellen, ne? Aber ich glaube, dass halt da auch einige dann bestimmt so dann beim zweiten Mal auch gesagt haben, hey, was ist da los mit dem Typ so, ja? Ja. Und ganz ehrlich, sorry, es ist deine Hochzeitsreise, kümmere du dich da nicht drum. Der hat die Schedule, entweder kommt er nach oder nicht, dann hat er Pech gehabt, ne? So auf die Art. Was ich, wenn ich ehrlich bin, auch absolut nachvollziehen kann, ja? Wie ihr hört, kann Steven und ehrlich gesagt auch ich verstehen, dass man beim zweiten Mal dann irgendwann eben nicht mehr auf Robert wartet. Man hat ja auch Zeiten, zu denen man wahrscheinlich am Zug oder am Bus sein musste. Und zumindest mit einer Gruppe von über 20 Leuten, wo ja auch die eigene Familie mit eingebunden war, muss man natürlich irgendwann dann auch mal ja, zurückreisen, zumal es ja auch nicht Roberts Familie gewesen ist. Und es mag vielleicht ein bisschen hart klingen, aber man hatte ja die Bestätigung eigentlich, dass Robert immer nachgereist ist. Und so dachte man natürlich auch jetzt, dass Robert auch diesmal wieder eigenständig nach Deutschland zurückreisen würde. Aber das war ja leider nicht der Fall. Das hatte sich ja nicht bewahrheitet. Das stellte sich auch dann erst in Deutschland heraus, als Roberts neuer Arbeitskollege an der Arbeit, die er ja jetzt als Erzieher antreten sollte, bei seiner Mutter anruft und fragte, warum Robert nicht zur Arbeit erscheinen würde. Er sei doch eigentlich relativ zuverlässig. So, ihr Lieben, das war jetzt der Teil 1 über das Verschwinden von Robert Bell. Da die Folge für YouTube sonst relativ lange werden würde, habe ich mich entschlossen, zwei Teile daraus zu machen. Den zweiten Teil hört ihr in den nächsten Tagen. Es wird auf jeden Fall noch spannend und ihr hört auch nochmal Roberts Bruder ein paar Mal. Und ich bin auf jeden Fall am Ende dieser zweiten Folge dann gespannt auf eure Meinung zu dem vermissten Fall. Deswegen hört unbedingt wieder rein und bis zum nächsten Mal. Eure Lia.